Alright, 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 Leute, es ist mal wieder soweit. Wir spielen eine neue Leap-Demo. Diesmal Licht and Light Adventure. Und so wie es aussieht, haben wir keine Hand, sondern nur eine kleine Kugel. Okay, der folgt mir. Okay, now guide up through the hole. Bin dabei. Holy shit, da muss man ja auch in drei Dimensionen denken. Es wird eine Herausforderung für mich. Komm. Jawohl. Next one is a bit harder. Das war doch schon hart. Ha, von wegen. Now pull your hand away and wait. Okay. To open the forefield, you need 5... Ey. What? What? Was macht das Game? Ich wollte nicht leiser machen. Okay. Bin wieder da. So, ich brauche 4... 4 blaue Kugeln. Okay. Look, here's one on the ground. Stopp. Das nennst du eine Kugel? Das ist doch keine Kugel. Stopp. Okay. Hab aufgenommen. Boink. Die folgen mir jetzt. Das finde ich gut. Oh, die Musik ist ein bisschen creepy, oder? Könnte locker mal im Horrorspiel mitmachen. Die Idee ist aber irgendwie nett. Also mit dem Finger muss man so ein bisschen die Tiefe steuern, nicht? Hier. Jetzt hat er es. Das verstehe ich noch nicht ganz, wie er das aufbaut. Always make sure your orbs all follow. Ja. So, da ist noch einer. Warte, nicht so schnell. Wieder runter, da war eine Glasplatte. Da war eine scheiß Glasplatte. So. Jawohl. Easy peasy. Also das Tracking hier ist eigentlich ganz nett, aber das liegt eigentlich daran, dass man nur einen Finger quasi braucht. Also die ganze Hand ist sinnlos. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also die Tiefe funktioniert, ne? Da näher an die Wand. Weiter weg. Stopp. Das Gesicht da von dem Typen, warum grinst er so? So, näher dran, weiter weg. Ja, funktioniert alles. Auch wenn es irgendwie zu weit oben ist. So. Neu kalibriert. Great, you did it. Awesome. Zack, so. Nein, so. Jetzt nach oben. Yes, Venice. Keep exploring the area. Add more force fields. Have fun. Whee. Okay, jetzt brauchen wir wieder 4 Kugeln zu den grinsenden Typen da. Mal gucken. Sonderlich spannend ist das nicht. Also, null Action. Bisschen Puzzlespiel. Bisschen mit der Hand fuchteln. Wenn man sonst nichts mit der Hand macht. Zu Hause. Nachts alleine. Licht. Ein Orb Adventure. Cool. Sieht aus wie der Startscreen. Oh, hier ist anscheinend was. Go down the mine. Thanks, Captain. Stop. Zurück mit dir. Und jetzt runter. Komm mal. Mach was ich dir sage. Sei nicht so ein Arschloch. Mach, was ich dir sage. Ja, sehr schön. Oh, jetzt muss ich hier in 3 Dimensionen umschalten. Die Musik geht mir gerade übelst auf den Senkel. Okay, hier muss man echt dreidimensional arbeiten. Also richtig dreidimensional, ne? Hier hinter Säulen oder vor den Säulen. Das ist mehr oder weniger ein Parcours, was ich jetzt hier habe. Komm, wir müssen anscheinend hinten rum. Vorne rum war nicht genug Platz. So. Oben rum. Ja, guck mal. Oben, unten, unten, hinter den Säulen, unter den Säulen. Oh, diese Musik. Also, schon besser. Wo ist meine Hand? Sieht ein bisschen bescheuert aus auf der Kamera bestimmt, oder? Ich meine, ich fuchtel hier mit der Hand rum. Und steuere irgendeine ruhige Kugel hierbei. Das erinnert mich, wie hieß das eine Spiel, der Night Sky? Da habe ich auch eine ruhige Kugel geschoben. Das war ja auch so ein entspanntes Spiel. Aber ich glaube, das Spiel wird hier alles andere als entspannt ist, so weiter man kommt. Experimental, switch into Oculus Mode with Alt O. Okay, so viel dazu. Klappt nicht. Der Oculus aktiviert sich nicht. Ich krieg zwar diese 2 Bilder, aber der Oculus aktiviert sich nicht. Wahrscheinlich muss ich dann mit Extended Mode spielen. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass das Spiel das hat. Das wäre cool auszuprobieren. Noch mehr 3D-Feeling zu haben. Weil auf dem Oculus Rift ist auf jeden Fall interessanter. Ist auf jeden Fall interessanter, mit dem Leap zu steuern. Das ist auf jeden Fall um einiges cooler. 3D-Sicht plus 3D-Steuerung. Alles bahnbrechender Shit.
Okay, dieses Parkouren gefällt mir ehrlich gesagt besser, als diese blöden Orbs zu sammeln. Das macht auf jeden Fall Laune, durch kleine Lücken durchzukriechen. Was ist hier denn los? Oh, man muss sie wegschubsen. Das macht auf jeden Fall deutlich mehr Laune. Auch wenn das Spiel immer noch total langweilig ist, theoretisch. Also Action und Spannung ist was anderes. Ist einfach nur nett, rumzuspielen. Oh, es passiert was, es passiert was. Ich bin, glaube ich, hier schon eine halbe Stunde unterwegs nach unten. Und irgendwas habe ich da gerade gesehen. Da war irgendein kleiner Orb in einem Dreieck da. Wozu auch immer, wozu auch immer. Das ist das Letzte, was ich im... Oh, da sind mehrere Orbs. Spring Wibble Orbs. No. No, 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 no. No, 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 no. Nee. Diesen ganzen Weg gehe ich bestimmt nicht nochmal nach oben. Nein, könnt ihr knicken. Das Einzige, was ich jetzt noch versuche, ist den Oculus Rift Mode. Wenn das klappt, dann seht ihr gleich die Oculus Rift Szene. Wenn er nicht klappt, gibt gleich das Outro. Es klappt, es klappt. Fuck yes. Aber totale Experimente. Also besser keinen Kopf bewegen. Das Bild ist komplett statisch. Das Einzige, was man hat, ist den 3D-Effekt. Oh, nee. Kopf nicht bewegen. Kopf nicht bewegen. Kopf verursacht Kopfschmerzen. Kopf verursacht Kopfschmerzen, genau. Auf jeden Fall, es ist das gleiche Spiel. Es hat nur dieses bessere 3D-Feeling mit dem Oculus Rift. Theoretisch müsste ich den hier so dranpacken. Ich muss mal wieder die Halterung rausholen. So dranpacken. Und dann hat man bessere Sicht, indem man so macht. Ja, und so weiter. Auf jeden Fall, das mache ich nicht weiter. Das ist übel. Das ist schlecht. Exit the game. Damn. So, und jetzt so Haare nach hinten. Das war's auch schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Licht Little Adventure. Eine ziemlich nette Demo, muss ich sagen. Eines der besseren Spiele, die ich zurzeit auf den Leap testen konnte, beziehungsweise die Leap exklusiv sind. Ganz gute Ideen, gutes Lichtverhältnis. Das Gameplay war recht dröge. Also, dass ich da nach halbe Stunde runter musste, nur um die Orbs zu sammeln, nur um dann wieder eine halbe Stunde hochzukommen. Das ist scheiße. Das ist schlechtes Game Design. Aber nichtsdestotrotz hatte das Spiel ziemlich gute Ideen. Man kann es bestimmt ziemlich lange zocken, wenn man Bock drauf hat, aber für mich ist es nichts. Und ich hoffe, für euch ist ein Daumen hoch was. Wieso muss ich gerade überlegen? Ich weiß es nicht. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse.